In diesem Kapitel 1.2.4 behandeln wir wieder Raumkurven und wollen diese Raumkurven näher charakterisieren durch Aufstellen des sogenannten begleiteten Dreibeins, bestehend aus den drei Vektoren t, Tangentenvektor, h, Hauptnormalenvektor und b, Binormalenvektor. Die bilden also ein orthonormales Dreibein, das heißt, sind Einheitsvektoren jeweils, die wechselseitig normal aufeinander stehen und sozusagen der Kurve folgend immer ein orthogonales Koordinatensystem definieren. Ich zeige Ihnen das am besten anhand einer Wolfram-Demonstration-Simulation, die Sie sich über das Skriptum, diesen Link runterladen können. Dazu brauchen Sie noch den Wolfram Player, beziehungsweise können Sie sich dieses File auch über die Demonstration Project Seite von Wolfram direkt runterladen. Was Sie hier sehen, ist eine Raumkurve, die blaue Kurve hier, also eine Schraubenlinie, und hier sehen Sie diese drei Vektoren. Und wenn ich mich sozusagen hier mit dem Parameter t entlang der Kurve bewege, sehen Sie, wie dieses Dreibein der Kurve folgt und immer ein lokales Koordinatensystem definiert. Und diese Vektoren, den Tangentenvektor, den Hauptnormalenvektor, der hier nach innen zeigt, und den Binormalenvektor, der grüne Vektor, der nach oben zeigt, das wollen wir jetzt hier aufstellen. Gut, dazu definieren wir zunächst den Tangentenvektor. Den Tangentenvektor, den können wir ganz einfach festlegen als ist ja ein Vektor, der zeigt entlang der, bildet eben eine Tangente, ja, die Kurve. Und das, Sie erinnern sich an unsere vektorelles Bogmoment, also dieser Vektor wird einfach entlang der Kurve zeigen. Das heißt, wir können den dr, war ja der Vektor v dt. Das heißt, der Tangentenvektor ist nichts anderes als der Geschwindigkeit, ein normierter Geschwindigkeitsvektor. Ja? Oder wir schreiben einfach v durch v. Das wäre der Tangentenvektor. Mit Hilfe des Tangentenvektors können wir, das ist jetzt der kleine Exkurs, können wir Beschleunigung auch leicht zerlegen in Tangential und Normalbeschleunigung. Was meine ich damit? Sie können jetzt hier diese Beziehung auch schreiben als v ist gleich Vektor der Geschwindigkeit ist gleich Betrag von v mal Tangentenvektor. Wenn wir jetzt hier diese Beziehung nach der Zeit ableiten, was müssen wir dazu tun? Dann bekommen wir natürlich hier dv noch dt. Das ist nichts anderes als der Beschleunigungsvektor. Und hier auf der rechten Seite haben wir ein Produkt von zwei Größen, einem Skalar mit einem Vektor. Das heißt, ich muss einmal den Skalar ableiten nach der Zeit mal t plus v mal t noch t. Und diese Größe hier, das wird die Tangentialbeschleunigung sein. Die schaut ja in Richtung des Tangentialvektors. Während dieser Term hier die Normalbeschleunigung darstellt. Oder sagen wir zentripetal. Ja, warum weiß ich das? Dass die beiden Vektoren stehen normal aufeinander, weil t laut unserer Voraussetzung hier ist ein Einheitsvektor und wir wissen, dass wenn wir einen Einheitsvektor ableiten,
ergibt sich ja die Tatsache, dass der normal auf den Vektor steht. Ja, das gilt immer für jeden Einheitsvektor. Gut, das war nur so als kleiner Exkurs. Finden Sie auch im Skriptum, wenn wir hier nach vorne blättern. Hier haben wir die beiden Größen definiert als Tangential- und Zentripetalbeschleunigung. Wir wollen jetzt aber uns wieder zuwenden unserem begleiteten Dreibein. Wir haben jetzt d, also den Tangentenvektor, schon einmal definiert. Schreiben wir es noch einmal an. Nachdem ja t gleich, schreiben wir den Ausdruck jetzt hier nochmal hin, als dr noch dt durch die Geschwindigkeit ist, beziehungsweise kann ich das auch schreiben als dr nach v dt. Und dann sehe ich, dass dieser Ausdruck, Sie erinnern sich an unser Bogenelement, an das skalare Bogenelement ds gleich v dt. Das heißt, Sie sehen, dass man den Tangentenvektor auch einfach definieren kann als, das muss natürlich r sein, dr nach ds. Und Sie sehen also die besondere Bedeutung der Bogenlänge s, weil da hier die Beziehung für den Tangentenvektor besonders einfach wird. Also wenn ich jetzt hier r ausdrücke als Funktion des Bogenparameters s, dann lässt sich der Tangentenvektor besonders einfach aufstellen. Und das zieht sich jetzt durch, auch für die anderen beiden Vektoren, den hauptnormalen Vektor und den binormalen Vektor. Wie definieren wir den hauptnormalen Vektor? Und zwar, wenn wir jetzt diesen Vektor t, den Tangentenvektor, noch einmal ableiten nach s. Wir wissen ja bereits, die Ableitung eines Einheitsvektors ergibt einen Vektor, der normal auf den Tangentenvektor steht. Und diese Richtung definieren wir als Richtung des hauptnormalen Vektors. Also auch hier nochmal h ist der hauptnormale Vektor. Das wäre also ein Vektor, der jetzt hier so nach innen zeigt, in dem Fall für diese Schraubenlinie. Das wird aber nicht notwendigerweise ein Einheitsvektor sein und die Normierungskonstante sozusagen, die nennen wir jetzt Kappa und so definieren wir die Krümmung. Ja, also anderes, wir könnten jetzt hier auch sagen, h ist 1 durch Kappa mal durch ds, beziehungsweise wissen wir ja, wir könnten hier zum Beispiel beide Seiten mit dem Einheitsvektor h multiplizieren. Ja, machen wir das nicht, sondern wir könnten jetzt auch sagen, h ist gleich dt durch ds durch dt durch ds Betrage als Einheitsvektor. Kann man auch so definieren. Beziehungsweise jetzt die Krümmung Kappa auch ausdrücken, wenn wir hier auf beiden Seiten den Betrag bilden, sozusagen. Da steht auf der linken Seite Betrag von Kappa mal Betrag von h. Das ist aber ein Einheitsvektor. Und auf der rechten Seite steht dann dt durch ds Betrag. Ja, also das ist ja, haben wir auch hier schon gesehen, das muss ja Kappa hier sein. Also schreiben wir es nochmal hin. Kappa wäre dann Betrag von dt durch ds. Gut, wie kommen wir jetzt auf den dritten Vektor, den wir noch brauchen, nachdem es sich um ein begleitendes Dreibein handelt,
Also B steht normal auf T und H und T und H sind jeweils Einheitsvektoren, können wir natürlich ganz einfach den binomialen Vektor bereits über ein Vektorprodukt von T Kreuz H definieren. Wir können uns aber auch überlegen, dass die Ableitung von dB nach dS, dB nach dS muss normal auf B stehen. Ja, weil B wieder ein Einheitsvektor ist. Und die Ableitung eines Einheitsvektors ergibt immer einen Vektor, der normal auf B steht. Das heißt, wir wissen, B steht sowohl normal auf T als auch auf H. Und dieser Ableitungsvektor muss dann normal zu B. Jetzt diese Skizze noch einmal anschauen. Dann bleibt dem Vektor nichts anderes übrig, als dass er in die gleiche Richtung von H schaut. Und wir definieren, also dieser Vektor wird proportional zu H sein. Und den Proportionalitätsfaktor, den nennen wir die Torsion der Kurve. Also genau wie wir hier die Krümmung eingeführt haben als Proportionalitätskonstante zwischen Änderung des Tangentenvektors mit dem Bogenparameter, führen wir jetzt hier die Torsion ein als Proportionalitätsfaktor zwischen dB nach dS und dem hauptnormalen Vektor. Also B ist der binormalen Vektor. Gut, wenn man jetzt diese Beziehungen alle zusammenführt, und jetzt schauen wir vielleicht im Skriptum am besten nach, sehen Sie noch einmal die Definition des binormalen Vektors. Auf die Beziehungen möchte ich dann in einer anderen Vorlesung eingehen. Jetzt kann man sich Folgendes überlegen. Machen wir diese Rechnung hier auch. Die B nach dS, die Beziehung, die ich jetzt hier schon vorweggenommen habe, die kann man sich jetzt noch genauer erklären, genauer herleiten, indem ich nämlich jetzt hier diese Ableitung, die auf der linken Seite steht, ausführe. Und zwar hier die Definition hier verwende. Hier habe ich ein Produkt, das heißt, ich muss einmal den ersten Faktor ableiten, dt noch ds Kreuz h plus t Kreuz dh noch ds. Und jetzt sieht man aber, wir haben ja die Krümmung eingeführt über die Ableitung von dem Tangentenvektor nach s. Und wir sehen, dass dieser Ausdruck deshalb verschwinden muss, ja, weil hier das Kreuzprodukt steht zwischen zweimal dem gleichen Vektor, das heißt, das verschwindet. Und damit zusammen mit der Tatsache, dass dB nach dS normal auf B steht und es muss auch normal auf T stehen. Damit bleibt dem Vektor wirklich nichts anderes, als dass er in Richtung H schaut. Ja, damit kann man diese Gleichung in der Form aufstellen. Man kann jetzt diese Gleichungen, die wir hier
gleichliche Einrahme noch erweitern um eine dritte Gleichung. Und die drei Gleichungen bezeichnen wir dann als Frenésche Gleichungen. Und zwar, was man dazu machen muss, man geht jetzt aus von der Beziehung B ist gleich T Kreuz H, die man umschreiben kann in folgende Form. Es bildet ja T, H und B in dieser Reihenfolge ein rechtsorientiertes orthogonales Dreibein. Das heißt, wir können uns jetzt auch überlegen, dass H gleich, wenn wir die Reihenfolge vertauschen, wenn ich hier einmal T mit H vertausche und dann mal, dann würde jetzt hier stehen, dann ändert sich sozusagen das Fort, wird sich das Vorzeichen hier ändern, bekomme ich hier minus T Kreuz B, beziehungsweise wenn ich jetzt die beiden noch vertausche, dann habe ich wieder ein Plusvorzeichen. Ja, das heißt, wir können uns überlegen, dass H gleich B Kreuz T, sieht man vielleicht auch an dieser Skizze, B Kreuz T. Nach der Rechtshandregel, wenn ich B in Richtung von D bewege, bekomme ich eine Schraubenbewegung, die in Richtung H zeigt. Ja. Und diese Gleichung ist gleich B Kreuz T, die leiten wir jetzt wieder nach dem Kurvenparameter, nach dem Bahnparameter S ab. Das heißt, dann bekommen wir dH noch dS ist gleich. Hier müssen wir wieder berücksichtigen, dass wir die Produktregel anwenden müssen, dB nach dS Kreuz T plus B Kreuz D H noch, na, nicht H, sondern D T noch DS. Gut, was haben wir jetzt hier stehen? DB nach DS ist nichts anderes als minus Tau mal H. Und hier haben wir DT nach DS. Haben wir eingeführt hier als Kappa mal H. Schreiben wir diese Beziehung jetzt noch einmal an. Bekommen wir also hier minus Tau mal H Kreuz T plus Kappa, also Krümmung, mal B Kreuz. Und diese Kreuzprodukte können wir jetzt noch einmal ersetzen. Schauen wir uns noch einmal an. H Kreuz T ergibt dann minus B. Und B Kreuz H vertausche ich sozusagen. Die beiden ergibt dann minus, das, wenn ich hier B und T vertausche, habe ich hier stehen BHT. Dann ergibt es also minus den Tangentenvektor. Und ich schreibe die Gleichung jetzt noch einmal an, dass dH noch dS gleich minus, na, minus und minus gibt plus, also Tau mal B minus Kappa mal Tau. Und wenn man jetzt sozusagen diese Beziehung noch erweitert durch die Definitionen, die wir hier verwendet haben, nämlich Kappa mal H ist gleich T noch DS und T noch DS ist gleich minus Tau mal H, dann nennen wir diesen Satz von Gleichungen
in denen das begleitende Dreibein definiert wird. Das sind die Frenischen Gleichungen. Gut, wir wollen es zum Abschluss dieser Vorlesung jetzt noch ein Beispiel rechnen, indem wir dieses begleitende Dreibein für eine Spiralbahn. Wir nehmen wieder diese Spiralbahn, die wir beim Bogenelement auch schon gesehen haben, und schreiben die gleich an als Funktion von S. Den ersten Schritt sozusagen überspringen wir und nehmen gleich dieses Ergebnis hier. Nehmen die an, dass wir R bereits gegeben haben als Funktion von dem Bahnparameter S. Also, Beispiel. Gesucht ist eben die Vektoren T, H, B sowie die Krümmung Kappa und die Torsion Tau. Sie erinnern sich, den Tangentenvektor gehen wir, wenn wir es schon als Funktion des Bahnparameters gegeben haben, einfach durch Ableitung von dr nach ds aufstellen. Ergibt also jetzt hier einen Vektor in der Form, wenn wir uns jetzt hier wieder die ite Koordinate dieses Vektors so anschauen, muss jetzt nur mehr nach s ableiten, ergibt also minus 3 Fünftel Sinus von S Fünftel, auch vielleicht das S vielleicht so, dass man es vom Fünfer unterscheiden kann. Dann habe ich hier 3 Fünftel Sinus von S Fünftel und 4 Fünftel. Und Sie können jetzt leicht überprüfen, dass dieser so berechnete Vektor tatsächlich auch, machen Sie das vielleicht als Übung, die Länge 1 hat. Ja? Wie geht es weiter? Den Tangentenvektor aufgestellt. Jetzt können wir diese Beziehung verwenden, um wir brauchen mal die t nach der s, müssen wir also noch einmal ableiten. Nach s. Den Vektor leiten wir jetzt einfach noch einmal ab. Das heißt, wir kommen wieder ein Fünftel, ergibt dann minus 3 25stel mal Cosinus von S Fünftel. Dann haben wir hier 3 25stel und da haben wir die verschrieben, da geht das Cosinus her. Dann haben wir jetzt hier minus, Ableitung des Cosinus gibt minus Sinus, also minus Sinus von S Fünftel und das 4 Fünftel fällt beim Ableiten dann natürlich weg. Ja. Und Kappa ist der Betrag von dt nach ds. Und diesen Betrag rechnen wir uns jetzt aus zu, man sieht das recht schön, das ist einfach 3 25stel. Ja. Könnte ich ja hier rausheben und der Vektor, der hier entstehen bleibt, Einheitsvektor. Also ist er ein Vektor der Länge 1. Kappa hat also den Wert 3 25stel. Damit kann ich den hauptnormalen Vektor auch aufstellen. Der ergibt sich ja als Einheitsvektor in Richtung dt nach ds. Ist dann einfach durch 3 25stel dividiert, ergibt dann den Vektor minus Cosinus S Fünftel Sinus S Null. Jetzt brauche ich schließlich noch den binormalen Vektor und die Torsion.
Das kann ich zum Beispiel so machen, indem ich jetzt hier mir den binomialen Vektor mal ausrechne als Kreuzprodukt von t und h. Machen wir es einmal auf die Art und Weise. Das heißt, ich schreibe mir jetzt hier den Tangentenvektor noch einmal an als minus 3 Fünftel Sinus von S Fünftel, dann 3 Fünftel Cosinus S Fünftel und 4 Fünftel Kreuz H, und H haben wir aufgestellt als Minus, das mache ich da vorne hin, S Cosinus S Fünftel und Sinus S Fünftel und 0. Kreuzprodukt rechne ich jetzt aus. Was schaffen vielleicht hier? Also, x-Koordinate gibt sich mal, Cosinus mal 0 ist 0, also minus 4 Fünftel Sinus von S Fünftel, dann die x-Koordinate 4 Fünftel Cosinus von S Fünftel, und die x-Koordinate ergibt sich zu minus 3 Fünftel Sinus von S Fünftel minus 3 Fünftel Cosinus Quadrat S Fünftel. Das ergibt Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat hier, ergibt dann 1, also minus 3 Fünftel bleibt hier als Koordinate noch stehen. Das wäre B, haben wir jetzt hier berechnet, die Koordinaten von B. Und jetzt können wir hier noch einmal herschauen. Können B jetzt nochmal nach S ableiten und kriegen dann daraus die Krümmung raus. Die B noch DS ergibt hier minus 4 Fünftel 4 25stel, dann mit der inneren Ableitung 4 25stel Cosinus von S Fünftel, dann Ableitung durch S der zweiten Koordinate gibt minus 4 Fünftel von Sinus S Fünftel, und die Ableitung hier von 3 Fünftel gibt 0. Die Torsion haben wir definiert, dass die B noch ds ist gleich minus tau mal h. Das heißt, wenn ich hier auf beiden Seiten den Betrag bilde, dann sehe ich, dass der Betrag von tau ist gleich der Betrag von dB noch ds, ja, weil ja h ein Einheitsvektor darstellt und vom Betrag her die Länge 1 hat. Das heißt, die Torsion, und damit sind wir dann mit dem Beispiel fertig, weil der Betrag dieses Vektors, der Betrag dieses Vektors ist 4 25stel, der Betrag von tau. Und Sie finden das Beispiel auch im Skriptum, wo dann auch noch einmal ausgeführt ist. Also wir haben jetzt zum Abschluss, wir haben die Torsion berechnet zu 4 25stel ist eine Konstante, die Krümmung waren 3 25stel, und alle drei Vektoren haben wir aufgestellt. Im Skriptum finden Sie die Rechnung und Sie finden insbesondere auch die, Sie können dann auch überprüfen, dass die so berechneten Werte auch diese Frenésche Gleichung hier erfüllen. dH noch dS ist gleich tau mal b minus kappa mal t. In der nächsten Vorlesung, also damit bin ich heute
Ja, am Ende mit dieser Vorlesung zeige ich Ihnen, wie man diese Rechnung für t, h und s auch noch vielleicht sogar spur einfacher ausführen kann, für den Fall, dass man eben nicht s hier verwendet als Parameter der Kurve, sondern einen allgemeinen Parameter.